van deze situatie te vertalen, zeg ik inderdaad, is geen mogelijkheden met huidige technologie om inderdaad 100% die cellen te redden. Ja. Es gibt einfach keine Möglichkeiten in der heutigen Technologie, die von der klassischen Medizin angewandt wird, um die Zellen zu retten. Okay. Ik ben als medisch ingenieur ontwikkelaar voor medisch apparatuur en eindcontrole van medisch apparatuur om naar ziekenhuis te geven, heel mijn lijf bij Philips Medical System, heb ik deze methode bedacht om inderdaad te kunnen. Ja. Vor längerer Zeit schon hat Herr Saidi als Chef der Medizintechnologieentwicklung bei Philips Medical Systems in Holland diese Technologie entwickelt und selbst dann, nachdem er bei Philips weg war, weiter vervollständigt. Diese Technologie bestaat een piramide van ruimte. Heel groot tekenen. Ja, pak een zwarte pen, een heel groot over het hele veld. Ich habe ihn gebeten, ein bisschen groß zu malen, was er jetzt zeichnen will. Er will seine Technologie, die besteht in Hauptsache aus einer Kabine, einer Pyramide eigentlich. Pyramide, Formruimte. Ja, das Dach, ja. Die sieht so aus. Und die nennen wir Kabine. Ja, das nennen wir jetzt die Kabine. Diese Kabine beschikt auf einen Spiegel von binnen. Ja. Die Kabine ist von innen völlig verspiegelt. Helemaal rond. Ja. De muren, behalve de vloer. Ja. Niet. Wand und Dach also völlig verspiegelt, nicht der Fußboden. Das ist ein Zylinder von Spiegeling. Tussen de muur en de Spiegel hier zijn bobines. Zwischen Wand und Spiegel, also hinter dem Spiegel, sitzen Spulen. Die Spulen kannst du vergelijken aan Spulen van MRI. Scanner. Die kann man vergleichen mit den gleichen Spulen, die Sie auch aus den MRI oder MRT, ja, magnetische Resonanzgeräten, kennen. Übrigens, Herr Saidi ist einer der Menschen, die die magnetische Resonanztechnologie entwickelt haben. Allein dieses magnetische Feld ist anders als das magnetische Feld von Scanner, die andere, um Fotos zu machen. Ja. Ja, also diese Technologie von der NRC ist nicht darauf ausgelegt, um Bilder zu machen, sondern um ganz bewusst bestimmte Effekte in Zellen hervorzurufen. Um inderdaad mit einem speziellen magnetischen Feld um die Zellen zu kommandieren, zu besteuern. Um also Befehle sozusagen zu geben an die Zellen. Und Sie werden verstehen, dass dann diese magnetischen Felder, die von diesen Spulen ausgehen, ganz fein automatisch auch gesteuert werden können. Also Befehle an die Zellen zu vermitteln. Und nicht so als iedereen reclameert dat genezen met magneten. Nee. Dat is inderdaad, met alle respect, is niet de juiste methode. Het had also niets te doen met heilen met magneten of wat ik was. Überhaupt niet. Of magneet opzetten, of wrijven, of gaan liggen op een magneet. Dat is dat niet. Die doet niets. Nee. Er had die overtuiging dat dat relatief weinig schaft. Maar dat is een ausgeklügelte elektromagnetische Feldbeeinflussung, wo wir hiervon sprechen. Die enige Methode, inderdaad, elektromagnet mit bepaalde Frequenz, heel hoch, und hier in dieser Kabine beginnt von 1 Hertz und dann Kilohertz. Jetzt sehen Sie, wie enorm groß der Bereich ist, Giga, der Frequenzen dieser Magnetfelder. Also von 1 Hertz bis Gigahertz. Also das ganze Bereich kann völlig computerisiert eingestellt werden. Und das bedeutet Toepassing für jede soortelijke Zelle. Ja, das bedeutet, dass man die ganze, alle Zellen reagieren anders in bestimmten Feldern. Das heißt, er kann praktisch jede Zelle im Körper damit ansteuern. Omdat namelijk Zellen van botten is geen Zellen van de lever. Ja, also Knochenzellen ist keine Leber, sind keine Leberzellen. Und Zellen van de long is geen Zellen van de hersenen. Und Lungen, Gehirn ist auch anders. Alle Organe, Kleren, Mikroorganismen scheelt allemaal in de bouwsteen en dat is de cel. Ja. Also auch Mikroorganismen reagieren völlig anders in elektromagnetische Felder. En daardoor is inderdaad die hele hoge kwaliteit en sterk factoren van magnetische velden die letterlijk en figuurlijk kunnen cel beïnvloeden. Deshalb also diese ganze range von Möglichkeiten, um diese elektromagnetische Felder zu modulieren. En dat is allemaal meetbaar. Dat is niet wat ik zeg het en ik weet het niet. Nee,
elk professor, elk geleerde, ieder arts van hartelijk welkom om zelf mag meten en naar kijken. En jeder Physiker, jeder Arzt, jeder Kollege is herzlich eingeladen, zich dat ook zelfs nachzumessen. Denn sowas liegt fest in dem Computerprogramm, in der Software und das kann ausgedruckt werden. Also das ist 100% einsehbar und kontrollierbar. Ich habe meine Klinik und meine Technologie frei. Ja. Iedereen mag kommen mit seiner Apparatur, mag meten. Was ich klim hier, kann ich selbst sehen in der Vitro und der FIFO. Ja. Also jeder, der mit Geräten nachmessen möchte über diese Stärke der elektromagnetischen Felder, überhaupt seine eigene Wahrnehmung machen möchte, ist herzlich willkommen, um nach Eindhoven in Holland zu kommen und das auch selbst nachzumessen. Das ist Punkt 1 von der Magnete. Das ist Punkt 1, ne? Das war die Magnete und die Magnetfelder. Dus hier boven zijn vernievelaars. Ja, oben sind Nebulisatoren, also Sprühköpfe. Wat daar hieruit komt, is geen gewoon water. Ja, daar komt zwar Vernebelungsköpfe, also was Nebulisatoren. Was heel fijn. Duschköpfe sozusagen, könnte man. Maar ganz fein. Nicht maar so heel fein, dat is heel kleine. Vernebelt wird da. Maar wat daaruit komt, is geen gewoon water, maar. Is kein normales Wasser, was daraus kommt. Is behandeltes Wasser. Rijk met Zuurstoffen. Ja. Wasser angereichert mit bestimmten Arten von Sauerstoff. Da jede Physiker weiß, dass es mehrere Sorten von Sauerstoff gibt. Zuurstoff mit positiv Charge. Ja. Zuurstoff met negatief charge. Positief geladen Sauerstoff, negatief geladen Sauerstoff. Zuurstoff normaal. Normale Sauerstoff. En Zuurstoff gemengd met oxide carboniek. Ja. CO2. Ja, CO2. Je kan vragen, ik kan maar één zuurstof. Wat bedoelt je, is zij die met zuurstoff? Wat meint er, wenn er über mehrere Sorten, mehrere Arten von Sauerstoff spricht? Voorzichtig. Wij weten dat balans van zuurstoff heel belangrijk. Zonder zuurstof bestaat geen leven voor mens, plant en dier. Mm-hmm. Maar met te veel zuurstof bestaat ook geen leven. Ja. Also Sauerstoff ist ein Januskopf. Ne? Ohne Sauerstoff gibt es kein Leben. Andererseits, Sauerstoff vernichtet auch das Leben. En daarom, de balans van zuurstof is heel belangrijk voor ons leven. Es geht deshalb die balans zwischen den Sorten Sauerstoff. Als de balans afwijkt, dan is de probleem inderdaad direct met ons gezondheid en met ons leven. Ja. Aus Balance hat man sofort Probleme in Zellen, das heißt Probleme mit der Gesundheit. Und gesehen, dass uns inderdaad Lichaam heeft inderdaad een balans nodig. Warum? Omdat wij hebben net gezegd dat alle onze cellen zijn verschillend. Er zijn cellen die rijk aan magnesium, die andere cellen rijk aan calcium, die andere cellen rijk aan ijzer. Als wij kijken naar de botten, meer calcium dan ijzer. Ja, als wij kijken naar de lever, net andersom. Ja. Daardoor is automatisch verschillende stoffen, moet ook verschillende zuurstof. Ja, also, we wissen ja alle, die hunderte verschiedene Zelltypen haben eine andere Zusammensetzung, haben andere, zum Beispiel, Elemente wie Magnesium, Funktionen, Gallium und so weiter. Das bedeutet auch, dass jede Zelle ein anderes Gleichgewicht in diesem Sauerstoff Komplex hat. Und das heißt auch, dass wenn man die beeinflussen will, durch diese elektromagnetischen Felder, dass es auch pro Zelltyp individuell geregelt werden muss. Nicht jede Zelle in dem Sinne ist gleich. Maar daar komen wij op terug. Da kommt das gleich auf zurück. Hier in de zijkanten van die Kabine hier. In den Wänden, ja. Zijn Infrarotlampen. Da sind Infrarotlampen. Onder Infrarot hier zit UV. Und darunter ist eine UV. Installation. Nicht um bruin davon zu werden. Nicht um als Alternative zur Sonnenbank zu funktionieren. Nein, aber hat eine sehr belangrijke Funktion. Und bedeutet von der Funktion neu. Viele Gelehrte haben noch nicht gehört. Allein als sie thuis gaan doen, dann soll die Verrassung kommen. Ja. Diese Kombination habe ich entwickelt, um Zuurstoff aus den Planten zu holen. Es ist eine Technologie, die Kombination von Infrarotlicht und UV-Licht, das noch nie in der Biologie angewandt wurde. Nämlich, der nächste Schritt wird er gleich besprechen, es ist eine Möglichkeit, diese Energie aus Infrarot und UV, um Sauerstoff aus pflanzlichem Material zu holen. Jetzt fragen Sie, wo kommt pflanzliches Material her? Kommt gleich. Ja. Planten, die geben Zuurstoff overdag. Pflanzen geben tagsüber, wie wir alle wissen, Sauerstoff frei. Maar dann nimmt sie auch CO2 terug. Oxid carbonik. Sie holen
CO2 aus der Luft, geben Sauerstoff auf. Aber nachts ist es umgekehrt, wie wir ja wissen. Nachts yes. gibt die Pflanze. Anders inderdaad, was meine besieft vroeger, dat inderdaad, men merkt in Amerika, dat rijke mensen sterven s'nachts eerder dan arme mensen. Zoeken, en wat blijkt nou? Dat rijke mensen krijgen veel bloemen en rozen in de kamer. Dicht. Mm-hmm. Arme mensen niet. Ja. Daarom sterft aan CO2 rijke mensen. Toen ontdek mij toen dat zuurstof in slaapkamers en ziekenhuizen liever ja. niet in de slaapkamer. Is ook een grond waarom, wie we ja waarschijnlijk ook alle weten, im Krankenhaus man Blumen, wenn man es gut tut, abends draußen stellt auf dem Flur, weil die Pflanzen benutzen selbst nachts Sauerstoff statt abzugeben. Das bedeutet, dass man besser Pflanzen eigentlich bei einem Kranken nachts aus dem Zimmer tut, weil die Sauerstoff von den Patienten selbst benötigt wird. Und dadurch habe ich diese Technologie gepatentiert. Wanneer recht op plant, gift plant, Dag en nacht ja. zuurstof. Wenn aber, und das ist auch patentiert in diesem Ganzen, die Kombination von Infrarot und UV, die sorgt dafür, dass 24 Stunden lang die Pflanze Sauerstoff abgibt. Das bedeutet, für diese Technologie Aguaciles sind 5 Sorten Zuurstoffe. Ja. Positiv, negativ, neutral und CO2. Ja. Und dann Zuurstoff von der Pflanze, die sehr belangrijk für die Funktion von Hersen. Ja, das heißt also, wir haben jetzt gesprochen, dass es die 4 Arten von Sauerstoffmischungen, die aus diesen Duschköpfen da oben kommen. Ja? Aber es gibt eine 5. Sorte, die kommt aus Pflanzen. Und die sind auch in der Kabine. Und jetzt gehen wir, wo die Pflanzen yes. sind. Hier sitzt ein Generator. Das ist ein Generator, ein Hitzegenerator, also der aufwärmen, von Wasser binnen, aufwärmen kann. Von binnen beschikt auf Anzahl Elemente. Ja. Innen mit mehreren Elementen, dass es schnell warm werden kann. Diese Elemente, die doen twee functies, heel belangrijk. Zwei Funktionen haben diese Elemente. Die erste Funktion, Wasser, Water, die hier ist, wordt verhit, is heel normal. Normal aufheizen van Wasser. Tot die gaan koken. Bis zu kochen. Die moment dat begint te koken, dienen hetzelfde element als elektrode in het water. Om waterstofatom ja. en zuurstofatom te splitsen. Ja. Also das sind nicht ganz normale Elektroden, die heizen nicht nur das Wasser auf, die haben auch eine andere Funktion, die sind nämlich in der Lage, Wasser zu elektrolysieren. Das heißt, Wasser besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff und hier wird Sauerstoff aus dem Wasser freigemacht. Allein so ein Gelehrter soll sagen, ja, ich soll dir uitkijken, want da kommt Knallgas. Ja, wir wissen ja alle aus dem Chemieunterricht, wenn man Elektrolyse macht und Wasserstoff und Sauerstoff entsteht, dann entsteht das Gemisch, was man Knallgas nennt. Das muss man ja natürlich nicht haben. Und das ist auch wieder eine Technologie, die mich entwickelt. Das ist eine eigene Technologie entwickelt, dass das nicht passiert. Dass man direkt Sauerstoff auf Wasser freimacht, ohne Knallgaseffekte. Want normal, als ich ein Laboratorium Glas pack, und ich doe das Wasser hier, und ich stoppe 2 Elektroden, ja. stuur ich 4 an 20 Volt Gelijkspannung, zal je sehen, dass Wasserstoff an sich stoppt, splitsen, aber ich kriege Knallgas hier. Ja, das ist normal, wenn man, wie wir früher im Chemieunterricht wahrscheinlich auch mal gemacht haben, 2 Elektroden in Wasser tut, an Strom anschließen, es entsteht die Gase und es steht das Knallgas. Hier gebeurt het omdat water stilstaat en koud. Ja, dat betekent, dat komt eigenlijk daardoor dat water koud is, wat man hier elektrisiert, en het beweegt zich niet. Dat betekent tijd genoeg om atomen laden, ontladen, laden, ontladen. Dat heißt, in diesem ruhigen Feld, dat atomen zich laden kunnen, entladen en zo verder. En door die vrijwilligheid komt die gas vrij. En daardoor deze reibungsprocessen komen deze gasen vrij. Hier andersom, hier is Water verheet. Da ist es nicht so. Wasser ist erst erhitzt worden, bis auf 100 Grad. Und dann passt Elektrode. Dann kommen die Elektroden zum Zug. Das bedeutet Sturm, die hier gekreiert. Ja. Der Wasserdampf, der da entsteht. Die kommt hier nach außen, sehr positiv ja. geladen. Und diese Sturm ist nicht positiv, ist negativ mit der ganzen Welt. Richtig. Denn normaler Wasserdampf ist neutral.